Ja, willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Steinzeit. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich freue mich darauf, dass ich das Gespräch fortsetzen kann mit dem Finanzexperten aus der Schweiz, mit dem Hans-Jürgen Klausner. Und vor allem werde ich mit ihm darüber sprechen, was wir denn dann jetzt machen, wenn unser System gegen die Wand gefahren ist. Und ja, Herr Klausner, was Ja, machen wir denn? machen wir gerne, Herr Stein, danke. Wir haben schon viele Gespräche jetzt geführt, vor allem auch privat, per Skype und so weiter und so fort. Und mir ist eins klar geworden, dass unser Finanzsystem, so wie es jetzt existiert, wirklich seine Tage gezählt sind. Also es gibt viele Experten, die sich öffentlich äußern und sagen, das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das alles explodiert, mehr oder weniger. Die Nullzinsenpolitik der EZB ist ja nichts anderes wie der verzweifelte Versuch, dieses unausweichliche Ende voranzuschieben, weiter wegzuschieben. Aber uns geht es in dem Gespräch darum, wie wir einen neuen Start hinlegen können nach dem Crash, und das möchte ich mit Ihnen jetzt gerne herausarbeiten. Ja. Ja, eben. Also das ist jetzt die Frage natürlich. Also wann, wir wissen es nicht. Ne? Das ist jetzt Stochern im Nebel. Wann das genau passieren wird, es kann natürlich verschiedene Mechanismen geben, verschiedene Programme geben der Finanzeliten, das Ganze noch weiter voranzubringen oder weiter am Leben zu erhalten. Aber wenn es dann jetzt wirklich mal kommt, dann ist halt die Frage, was wird dann als erstes passieren natürlich. Ja. Gerne, Herr Stein. Ich möchte die Frage so beantworten: Der Start nach dem Crash, vielleicht 2019. Da bin ich drauf gestoßen, fast am letzten Satz hier, dass die nächste 200er-Franken-Note erst im Herbst 2018, also jetzt erfolgen wird. Dann könnte eben sein, weil man hat mir schon mal mitgeteilt, weißt du, warum die Schweizer Banknoten so wasserdicht und festgemacht sind? Da sage ich, nee, erklär's mir. Das könnte die nächste Weltwährung geben. Was heißt wasserdicht gemacht sind? Von der Ja, sie sind Griffigkeit, sehr, oder? sehr fast wie plastifiziert. Also Echt? erstens will man dann nicht mehr wie heute sofort eine etwas verknautschte Banknote gleich umtauschen, weil es wird keine Bankomaten mehr geben. Ja, es Ja. wird weniger Banken geben. Es wird vielleicht eben den Euro, der ein bisschen noch schneller zerknautscht werden kann, den wird es nicht mehr geben nach dem Crash. Und dass die Schweizer als ja, seriöses Land, auch als Musterland, wir sehen ja hier oben das Bild der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, BIZ, die hat es ja schon seit 1930 hier, gibt es die schon, hier Das können Sie ist die mal lesen. Zentralbank der Zentralbanken Die sozusagen. Zentralbank der Zentralbanken Ja, und ja. die werden übrig bleiben, auch beim nächstgrößeren Crash. Dieses System, das ja Geld aus dem Nichts machen kann ohne Ende, das heißt, die können gar nicht pleite gehen. Ja. Das ist so ein bisschen wie so eine UNO, das ist exterritoriales Gelände in der Schweiz. Richtig. Also da hat die Schweiz selber gar nichts zu sagen auf dem Grundstück. Ja. Richtig. Die muss Ja. auch nichts staatlich bilanzieren. Okay, wer hat denn die installiert? Die Zentralbanken, Die haben steht das hier. selber gesagt, ja. Es ist nicht nur das Mitglied der Zentralbanken, sondern die gegründet, die Organisation schlechthin des Finanzwesens. Ein Mitglied ist Zentralbanken von der amerikanischen Fed, die chinesische Volksbank und viele andere Länder auch. Ja? Die BIZ wurde am 17. Mai 1930 gegründet. Man hat damals gesagt, um die deutschen Reparationszahlungen besser abwickeln zu können, vom Ersten Weltkrieg natürlich, aber das war nur so ein schöner Vorwand. Die Zentralbanken wollen weltweit die Macht übernehmen nach dem Crash. Und der Crash ist ja eigentlich programmiert und dass er im Prinzip verschleppt wird, das ist sehr wahrscheinlich gar nicht im Kalkül dieser Zentralbanken. Die hätten den Crash sehr gerne schon längst. Ja? Aber die Kleinbanken, die machen da immer nicht so ganz mit. Oder? Es kommt immer wieder ein Feuerlöschgeldpaket an die Börse und das verhindert den Crash und da ärgern sich wieder diese Leute, bin ich ziemlich sicher. Aber für den Tag 2018 könnte ich mir jetzt vorstellen, dass wenn Sie dann noch die 200er Schweizer Banknote soweit im Umlauf haben, dann sind Sie parat. Und was wird kommen? Es kommt ein goldgedeckter Schweizer Franken. Das ist meine Hypothese, also meine These. Also die Ja? Wiedereinführung der Golddeckung, oder? Natürlich, warum? Lesen Sie mal die über Gold. Ja, habe ich immer verfolgt. Ich habe mal ein Buch geschrieben. Eine Broschüre besser gesagt, wo ist das Notenbankgold der Schweiz? 1997 habe ich das geschrieben, weil ich habe die Nationalbankbilanzen, wie ich sie immer gelesen habe, mit Verwunderung auf der ersten Seite gelesen, Goldvermögen der Schweiz 11,4 Milliarden und so auf der 40. Seite steht Auslandvermögen der Schweiz Gold 11 Milliarden. Ja, von 11,4 Gesamtvermögen sind 11 Milliarden im Ausland, ist doch eine klare Antwort auf die Frage, wo ist das Gold? 100% im Ausland, ja?
Aber dann kam nach ein paar Monaten, nachdem auch eine Regierungsanfrage gestartet wurde von einem Nationalrat, liebe Nationalbank, sagt uns, wo ist das Gold? Da kam in allen Zeitungen, aus Sicherheitsgründen sei 50% des Schweizer Nationalbankgoldes auf verschiedene Standorte auf der Welt verteilt. Was hat das mit Sicherheitsgründen zu tun? Mein Kommentar war, die halbe Lüge, die halbe Wahrheit ist schlimmer als eine krasse Lüge. Verstehen Sie? Also man erzählt uns nicht, wo das ist. Und jetzt aber, ich weiß, dass es in Amerika sein müsste, auf der Fed eben. Und man weiß, auch dort lagern 100.000 Tonnen, das ist ein Drittel des gesamten Goldbestandes der Welt. Also es gibt auf der Welt nur etwa 300.000 Tonnen Gold. Ja? Und ein Drittel soll eben diese Finanzelite schon gebunkert haben für den Tag nach dem Crash, um sich mit einer goldgedeckten, man kann den Menschen nicht so schnell das Papiergeld wegnehmen. Also vor allem, wenn morgen der Crash beginnt, da wollen die Leute übermorgen weiter ein Papiergeld in der Hand haben. Das ist vorbereitet, das haben viele Nationalbanken vorbereitet, ja. Und jetzt zurück zu der 200-Franken-Note. Sie sagen also, dass dieses Geld, der Schweizer Franke, dann exemplarisch sein soll für die Weltwährung, oder? Oder Mal was ist sicher in Ihre Idee da? Europa, der Dollar, wenn Europa crasht, wird der Dollar auch crashen, das ist ganz klar. Ja? Und das könnte mir vorstellen, dass für die bisschen Bargeldsummen, die man noch braucht, ja, für den Übergang, jede Abschaffung von irgendeinem Bargeld braucht eine Übergangsphase von 1, 2, 3 Jahren. Oder? Und dafür haben die das noch gemacht. Das ist meine Hypothese. So. Aber jetzt wollen wir fragen, sollen die alten Machthaber, die eigentlich uns immer im Geldmangel halten wollen, und auch 1929, der Crash war ein Geldentzug, ja, dann kracht es überall, dann stehen wir da ohne Geld und wissen nicht, wie wir unsere Ware unter die Leute bringen können, weil keiner hat ja Geld und wir sind so konditioniert, liefere nur, oder bis, man sagt ja, ich bin doch nicht blöd, ich gebe dir nur meine Ware, wenn du mir vorher das Geld auf den Tisch legst. Klar, Ja, ja. so weit hat man uns schon runter auf Geld fokussiert, ja, dass wir uns gar nichts mehr anderes vorstellen können. Beim letzten Video haben wir gezeigt, es gibt Alternativen, eben das Anschreiben lassen auf zeitlosen Verrechnungskonten, ja. Ihren Euroweg. Mein Euroweg-System, ja. Und wie wir jetzt das zum staatstragenden Konzept machen, möchten wir hier mal diese Abhandlung nachher zeigen, die nach diesem Bild kommt. Aber eben, ich wollte das vorwegstellen, wir haben bis jetzt keine Alternative gehabt. Das wäre die nächste vorbereitete Lösung, ja. Eine goldgedeckte, warum? Die Menschen brauchen nach einem Crash wieder was Sicheres. Und Gold war ja immer sicher, oder? Und mit 100.000 Tonnen Gold, die Schweiz hat gerade mal noch 1.000 Tonnen jetzt, hat so viel Gewinn gemacht, dass man sagt, sie wird das Goldvermögen wieder verdreifachen. Früher hatte die Schweiz mal so 2.500 Tonnen Gold, dann haben sie 1.500 Tonnen verkauft, weil man gesagt hat, nee, Gold, das kommt nie mehr, das brauchen wir nicht, das verkaufen wir jetzt, oder? Nee, es wurde nach Amerika, nee, es war ja schon in Amerika, haben wir in den Bilanzen festgestellt. Aber man hat einfach zugegeben, dass es nicht im Land ist und dann ist jetzt an einer Stelle so viel Gold gebunkert, dass man tatsächlich eine faktisch wieder goldgedeckte kurze Zeit Papierwährung bringen kann, ja, bis man nach 2, 3 Jahren alles auf bargeldlos umgestellt hat, eben computerisiert, Handy bezahlen, das kommt alles, ja. Und das Gleiche machen wir, aber wir ändern den Emittenten. Eben, wir haben ja im letzten Video Was heißt gefragt, Emittent? Was heißt der das? Geldschöpfer. Früher war es der Der etwas König, emittiert, der etwas es herausgibt. emittiert, der Geld in Umlauf setzen darf. Das ist der Geldemittent, oder? Die Könige waren es bis 1696, dann haben sie es so langsam verloren. Nach dem Ersten Weltkrieg waren auch die Habsburger eliminiert mit als Geldemittenten, ja. Ich habe auch mal im Museum habe ich gelesen, es gibt ein Geldmuseum der Habsburger, da steht immer Staatsnote, Staatsnote, Staatsnote. 1918 steht dann Banknote. Ja? Also der Emittent hat vom Staat zur Bank gewechselt. Und wir wissen, dass die Banken privat sind. Und der nächste, und die Banken wollen natürlich dieses Emittieren beibehalten, also die Zentralbanken. Und der nächste wäre eventuell nach einer Steuerreform in der Schweiz der Bürger, der Unternehmer. Ja? Und jetzt wichtig ist zu wissen, jedes Nationalbankengesetz hat einen Passus. Wir reden ja von Kryptowährungen. 1500 soll es schon geben. Ja? Viele glauben, das sei die Alternative. In jedem Nationalbankengesetz steht drin, wird eine Alternative im Zahlungssystem staatstragend oder irgendwie so groß, dass es eine wirtschaftlich wichtige Komponente darstellt,
hat das Notenmonopol der Nationalbank ein Intervenierungsrecht. Das heißt, die Nationalbank kann die Schweizer Armee anrufen und sagen, stellt den mal ab, zieht mal Kryptowährung XYZ ein. Wenn es zu groß werden würde, wird man Deckel drauf machen. Da können die gelassen zuschauen. Und die Nationalbank der Schweiz, die war ja schlau. Die hatte immer, nach 25 Jahren musste sie dieses Monopol sich vom Parlament bestätigen lassen. Fand ich noch gut, die Schweizer waren vorsichtig. Mhm. Ja. Vor etwa 3-4 Jahren haben sie diesen Passus aus dem Gesetz gestrichen. Ab sofort ist die Nationalbank der Schweiz nicht mehr genötigt, alle 25 Jahre ihr Monopol bestätigen zu lassen vom Parlament. Das haben sie ohne Volksinitiative einfach mal so unter den Teppich kehren lassen. Ja? Keiner hat es gemerkt. Ich habe es schon gemerkt, weil ich lese es auch in Nachrichten. So. Und damit wir nicht dem gleichen Schicksal unterlaufen oder ins Messer laufen, möchten wir über eine schweizerische Volksinitiative 2018, das ist ja jetzt, die Humanbewegung als politische Organisation erstens mal medienweit bekannt machen als die Lösung, die Finanzlösung der Schweiz. Mhm. Ich habe extra mal diesen Prospekt geschrieben. Hinten drauf steht Artikel 2 der Bundesverfassung. Drinnen habe ich ihn im Original. Die Schweizerische Eidgenossenschaft, Punkt 2, sie fördert die gemeinsame Wohlfahrt, die nachhaltige Entwicklung, den inneren Zusammenhalt und die kulturelle Vielfalt. Also gemeinsame Wohlfahrt. Mhm. Ja? Sie sorgt für eine möglichst große Chancengleichheit unter den Bürgerinnen und Bürgern, Absatz 3. Mhm. Ja, wie wohl will ein Bankensystem, das mit Mangelgeld nur ein paar wenige noch kreditwürdige mit Geld versorgt, gemeinsame Wohlfahrt und große Chancengleichheit überhaupt möglich machen? Mhm. Geht doch nicht, sagt jeder Banker. Nee, im Kapitalismus, da lachen die darüber. Was da steht in der Bundesverfassung, ganz am Anfang, Artikel 2. Ich habe den Test gemacht mit Leuten, die in der Regierung arbeiten, die wissen das gar nicht. Ist ja auch kein Wunder. Die haben andere Sachen im Kopf. Ja. So, und wir wollen über eine Volksinitiative, die unser Euroweg-System eben staatstragend macht, indem ich diese Artikel ergänze, wie den zweiten mit dem gemeinsamen Wohlfahrt. Hier habe ich es da geschrieben und das ist ein eigenes auf meiner Webseite, eine ganze Beschreibung, wie man eine Volksinitiative in der Schweiz macht. Wir haben ja dank Schweizer direkter Demokratie diese Möglichkeit mit 100.000 Unterschriften, nicht 200.000, glaube ich, für Verfassungsinitiativen, können wir Vorschläge machen. Die Regierung muss Gesetze ändern auf Wunsch des Volkes, nicht nur auf Antrag vom Parlament. Ja? Und wir haben einen Wunsch, dass jegliche Ausbeutung durch Ausnützen wirtschaftlicher Macht mittels Monopolen und deren Übervorteilung untersagt wird. Das Geldmonopol ist ein Übervorteilungsmonopol. Muss man verbieten. Ja? Und zum Wohle des Staates und der Verhinderung seiner Überschuldung, Überschuldung muss verhindert werden, ist Bankengeld in Bankengeld, überschuldet in Bankengeld, oder? Sind nun Steuern auch in Leistungswerten zu bezahlen. Das ist mir mal wirklich ganz krass bewusst worden, als mir ein Anwalt gesagt hat, Herr Klausner, Ihr Euroweg-System, das ist toll, aber Steuern können Sie nie damit bezahlen. Da sage ich, warum? Ja, es steht im Gesetz, Steuern sind in Landeswährung zu bezahlen. Was ist Landeswährung? Das Nationalbankengeld. Ja? Früher stand, Steuern sind in Landesmünze zu bezahlen, weil der Staat darf als einziges Monopol Münzen machen. Da gab es ein paar schlaue Schweizer, die haben mit 1 Fränkler und 5 Fränkler die Steuer bezahlt, sind also richtig mit sackweise Geld auf die Bank gekommen. Da hat natürlich der Steuerbeamte gesagt, komm, gehen Sie auf die Bank und holen Sie Banknoten. Ja? Aber per Gesetz war früher nur das gesetzliches Zahlungsmittel für Steuern. Dann hat man das geändert auf Banknoten und wir wollen es ändern lassen auf Leistungswerte. Nämlich jede Kryptowährung und jedes alternative System kann ja nicht Banknoten herstellen, sondern was macht es? Es ist ein Aufschreibesystem für Leistungswerte. Also muss zuerst das Gesetz geändert werden, dass der Staat sich damit bezahlen lassen muss, wenn er steuern will. Sonst haben wir keine Chance. Dann kommt die Nationalbank und sagt, staatsbestimmend oder wirtschaftsbestimmendes Alternativsystem muss verboten werden. Ja? Also erst müssen wir Gesetze ändern, wie dieses. Zweitens, und dann habe ich noch im Artikel 4, auf allen wünschenswerten und nachgefragten Leistungen, eben nicht jedes Schrottprodukt soll, und das ist jetzt das bei uns,
mit einem Mindestgewinn gesetzlich garantiert werden. Sinnvolle Produkte müssen im Gewinn geschützt werden. Ja, unsere Kinder schützen wir ja auch die ersten 20 Jahre lang mit kompletter Versorgung. Das ist auch ein Gewinnschutz. Ja? Also wenn ein Kind auf die Welt kommt und es müsste gleich einen Bankkredit beantragen, ist es nach einer Woche tot, ja? Weil es keinen Kreditwürdigkeitsbonus mitgebracht hat, also einen reichen Vater, der sich verbürgt. Ja? So, es ist eine Schiedsgerichtsstelle einzurichten für Ausbeutungs- bzw. Dumpingklagen sowie andere die Marktgerechtigkeit störende Praktiken. Ich habe noch mehrere Ergänzungen. Ich habe übrigens in das sind ja alles edle Ideen und auch vernünftige Konzepte, das kapiere sogar ich. Aber wie wollen Sie das denn konkret dann umsetzen, dass das auch gesetzt wird? Also wie ist da Ihr Fahrplan? Dass Sie sowas nicht nur als theoretische Idee haben, sondern dass das auch wirklich faktisch implementiert wird und die Leute sagen, ja, das ist jetzt, so ist es jetzt. Genau. Gretchenfrage, wie wird man ein bestimmender Faktor in einer Regierung? Mhm. Wir haben ja Demokratie. Mhm. Wir machen nicht Revolution, wir machen Demokratisierung. Genau. Wie wird man ein bestimmender Faktor? Ja, wie wird man? Ja. Indem man alle 45 verschiedenen Steuern auf eine reduziert. Diese Partei wird gewählt. Das weiß ich von einem Wirtschaftsexperten, also von einem Verfassungsrichter, der mal einen Vortrag gehalten hat. Ja? Habe ich genau so integriert. Bei uns gibt es nur noch die Warentransfersteuer und keine Gewinnsteuer. Das ist schon mal ein Postulat an die Unternehmer. Ja, ja. Wenn die Unternehmer sagen, cleveres System, was, wir brauchen keine Gewinnsteuer mehr, sondern das wollen wir. Wollen wir sofort wählen. Warum? Entkriminalisierung von Steuerhinterziehung. Es gibt keine Steuerhinterziehung mehr. Mhm. Ist doch toll. Mhm. Ja? Dann gibt es keinen Geldmangel mehr. Alle Kunden können das kaufen, was wir Unternehmer produzieren können und herstellen, als sinnvolles Produkt natürlich. Ja? Mhm. Und mit diesem Programm, sage ich mal politischen Programm, können wir bestimmende Anzahlen, Prozente nach Wahlen, und zwar 2019 in der Schweiz, erreichen. Eure AfD hat es ja auch geschafft ins Parlament, macht dort ein bisschen Wirbel, noch ein bisschen zu wenig, hat noch nicht die absolute gesetzbestimmende Hoheit erreicht. Aber wir werden in der Schweiz, wo es ein paar Parteien mehr gibt, es gibt etwa 20 verschiedene Parteien in der Schweiz, die können wir auf eine gemeinsame Liste vielleicht fokussieren, auf ein gemeinsames Ziel, Wohlstand für alle. So. Und dafür braucht man ein Parteiprogramm und eine Philosophie, die ich ja in drei Grundlagebüchern geschrieben habe, am Schluss dieser Präsentation. Was wird sich alles ändern, wenn wir dieses Gewinnschutzgeldsystem eingeführt haben? Die Welt dreht sich vom Kopf auf die Füße. Aber wie ist jetzt die konkrete praktische Umsetzung von Ihrem Plan? Wie schaffen Sie es ins Schweizer Parlament? Gut, die Literatur ist vorhanden, jetzt kommt die praktische Umsetzung. Ja. Genau, das ist Punkt 2. Wie baut man in allen Kantonen eine Humanwegzentrale auf, die dann eben in den Wahlen 2019 mit kompletten Listen, mit Top-Kandidaten, die bekannt sind, die schon mal sich geoutet haben, politisch tätig werden zu wollen, wie macht man das? Punkt 1, es kostet mindestens 30 Millionen Schweizer Franken, das genügt. Ja. Woher kommt die Zahl? Warum brauchen Sie genau die Summe? Pro Nationalratsmandat schätzt man etwa, kostet 100 bis 150.000 Franken. Und wir haben 200 Nationalratsmandate mal 150.000. Was kostet das so viel, denen ins Amt zu bringen? Die Infrastruktur, der Wahlkampf. Zum Beispiel die Volksinitiative allein kostet 4 Millionen. Wenn Sie in der Schweiz eine Volksinitiative einreichen wollen, mit nichts in der Tasche, können Sie das vergessen. Okay. Ja? Also, das sind Kosten, die man zuerst aufbringen muss. Und man muss auch wissen, Return of Invest, im Moment sind wir noch im alten Geldsystem. Und diese 30 Millionen, die bekommt der Investor problemlos zurück. Mhm. Eben die Frage, warum meine ich 30 Millionen? Jede politische Struktur eines Staates, in Österreich habe ich die Zahlen letztens gelesen, 171 Millionen Euro werden durch Wahlen, durch Parteiförderungen an die Parteien verteilt. Das heißt, das ist das Budget. Wenn ich mit 30 Millionen also ein Regierungsprogramm publik machen kann, indem ich die Leute ins Parlament bringe, die mich dann so vertreten, dann muss ich mit 30 Millionen rechnen. Und noch etwas. In Österreich gab es eine Wahl, da hat jemand 7 Millionen investiert, dann hat der 10% der Stimmen gemacht. Ja? Mhm. Wenn ich aber wesentlich mehr als 10% der Stimmen haben will, kann man das fast als synchron bezeichnen. Mehr Geld, mehr Stimmen. Mhm. Ja?
Und bei 30 Millionen, es gibt keine Partei, die jemals 30 Millionen in einen Wahlkampf investiert hat. Hat es noch nie gegeben. In Amerika ist das normal. Was bekommen Sie an die 30 Millionen? Wenn jemand weiß, dass man mit diesem Programm in Humanwirtschaftsform als Buch und jetzt als Video gegossen, wenn man damit das macht, was das Volk und die Unternehmer wollen und sie damit in den Staatsdienst gestellt werden, da sind sie auch an der Nationalbank. Ja, dann können sie also marktbestimmende Gesetze erlassen und wieso soll man das nicht investieren? Ich meine, für mich ist das eine endlose Summe, aber es gibt Leute, für die ist diese Summe eigentlich Spielgeld. Richtig, das gibt es ja auf der Welt. Wenn Leute sich für 300 Millionen eine Yacht kaufen, dann können die auch, dann lassen sie halt einfach das zweite Beiboot weg und finanzieren sie oder so. So ist es. Vielleicht irgendein Scheich oder irgendjemand, der das kapiert hat. Ja. Also wenn wir in der Schweiz eine zentrale Funktion in der Regierung ausüben können, gesetzesbestimmend sind, dann braucht man ja die Mehrheit, das wissen wir ja. Wenn ich die Verfassung ändern will, brauche ich 2/3 Mehrheit, also 66%. Wenn ich logisch erklären kann, dass das jetzt die Lösung ist dieser Probleme nach dem Crash natürlich, warten wir den Crash ab. Vielleicht hat einer die 30 Millionen gerade mal schnell so gebunkert, dass man sie vorher noch rechtzeitig einsetzen können. Im Aufbau dieser Infrastruktur. Gut. Die ich meine, das ist ja auch im Interesse der Reichen, dass das System weitergeht. Ja, die wollen ja auch nicht dann plötzlich im Nix hocken. Ja? Ich denke, alle, die Lösungen suchen, die sollten zuerst das Kapital dafür suchen. Nicht nur kritisieren, nicht nur Lügen aufdecken. Was bringt's? Wir müssen die gute Lösung mit Finanzkapital auf den Weg bringen. So ist es. Und der Weg ist immer Demokratie respektieren, Parlamentswahlen respektieren, die Spielregeln respektieren. Darum komme ich auch gerne ein bisschen in Anzug und Krawatte. Das sind die Spielregeln der Finanzelite. Mhm. Da spielen wir mit. Wir spielen nicht den Che Guevara-Typen, ja, in Turnschuhe und kurzer Hose, sondern wir machen mit. Wir wollen staatstragend sein. Wir wollen Verantwortung übernehmen. Ja? Und dann kann man sagen, dass Grüne, die Schweizer wählen dann diese Humanbewegungsrepräsentanten ins Parlament mit eben Regierungsbeteiligung, mit gesetzesbestimmender Funktion. Und die Regierungsbeteiligung macht es eben möglich, dann die Gesetze so zu ändern, dass ein Systemwechsel möglich ist. Und alle warten auf den Systemwechsel. Mhm. Und was heißt Systemwechsel? Ich sage es am Schluss nochmal. Von der Konkurrenzgesellschaft wohin? Zur Solidargemeinschaft. Das ist Systemwechsel für mich. Mhm. Ja? Von dem Konkurrenzkampf zur Solidargemeinschaft. Richtig, zur Güterversorgung für alle. Die Welt, das ist ja, was ich mit Marktsättigung meine. Wir haben 200% Güterversorgung für 8 Milliarden Menschen, sogar für 10 Milliarden Menschen. Also sollten die doch anständig leben können. Was steht in der UNO-Charta? Kommt nachher noch die Folie dazu. Menschenwürde ist unangetastet. Die Menschenwürde. Sagen Sie mir mal, wie viel Menschenwürde ein Mensch hat, der nie weiß, wie er morgen das Brötchen kaufen kann, weil er kein Geld hat. Also Geldmangel als Businessmodell des heutigen Kreditsystems verstößt auch gegen die UNO-Charta der Menschenwürde. Ja? Also wenn ich jetzt mal weiterspinne den Gedanken, dann wäre dieses System weltweit ein großer Wurf. Nur weltweit? Nur weltweit. Dann. Absolut. Ja, okay. Wir haben ja jetzt auch ein weltweites Schuldgeld-Money, Fiat-Money. Ja? Also Schuldgeld ist heute weltweit die Grundlage unserer, ich sage jetzt mal, armen Welt, wo 80% in Armut leben und 20% vielleicht alles haben. Und dann, das muss eben, das nenne ich die Invertierung, das vom Kopf auf die Füße stellen. Okay. Ja? Okay. Alle können in Wohlstand und Menschenwürde leben. Die Welt gibt das her. Wir haben nachher, wenn wir keinen Geldmangel mehr haben, alles Geld der Welt, um sämtliche Probleme zu lösen. Von Umweltverschmutzung, von ökologischer Nahrungsproduktion. Heute geht ja alles nur wegen Schuldgeldprofit, um Zinsen zahlen zu können, die Leasingrate zahlen zu können. Das ist Ausbeutung pur. Und das muss aufhören. Das verträgt die Welt nicht mehr. Okay, also dann, wenn das System für die ganze Welt sinnvoll wäre, dann müssen wir natürlich gucken, wie das neue System dann ausschaut. Und da frage ich mich natürlich dann, ja, wie ist es dann mit den Steuern? Welche Steuern gibt es denn dann eigentlich für das neue System? Ja? Genau, danke.
können wir hier mal zeigen. Übrigens, wenn Sie in arabischen Staaten mal unterwegs waren, ja, da macht keiner Buchhaltung, da wird nicht auf Ende Jahr die Gewinne berechnet, um dem Staat Gewinnsteuer bezahlen zu können. Da lachen die sich den Bauch voll, dass wir so ein blödsinniges System haben, dass wir uns überhaupt unter Zeitdruck stellen lassen mit eben quartalsweise Bilanzierungen. Warum haben wir das erfunden? Ja, um unseren Börsenwert nach oben manipulieren zu können. Nur das. Um eben durch den Börsenwert Kreditwürdigkeit darstellen zu können, die wir in Wahrheit vielleicht gar nicht haben. Ja? So. Und eben dieses gewinnsüchtige Darstellen von Geldgewinn. Ja, ich habe Geld gewonnen. Das ist Schnee von gestern für uns eigentlich. Weil der Warengewinn ist das Zentrale. Wir wollen, verstehen Sie, wenn Sie mir was liefern, das ich nicht herstellen kann, ist das für mich ein Gewinn in Ware, weil ich es nicht herstellen kann, sondern nur Sie. Das ist ja die Einmaligkeit der Menschen. Also ist unser Postulat, um politisch die Wahlen zu gewinnen, Abschaffen der Gewinnsteuer. Eben, wir schaffen ab, bestraft werden durch Steuerhinterziehung gibt es nicht mehr. Ja? Die sogenannte Bestrafung, also Gewinn ist ja in der Leistungsverrechnung eben dann nur noch das Maß für Motivation. Und jetzt kommt's, was wir als Alternative brauchen, ist nur noch eine Warentransfersteuer. Das, was wir heute Mehrwertsteuer nennen, ist auch falsch, weil es diesen Vorsteuerabzug noch gibt, das ist Blödsinn. Das größte Betrugspotenzial neben der Steuerhinterziehung ist die Vorsteuer irgendwo zurückzufordern, die gar nicht rückforderbar wäre. Da gab es einen Skandal in Österreich, 30 Milliarden wurden von Banken zurückgefordert, obwohl sie das gar nicht legal hätten zurückfordern dürfen, wird ja, gerade ja, untersucht. Ja. Wir eliminieren diese Vorsteuer, weil auch Folgendes hat sich geändert. Diese heutige Finanzwelt ist konstruiert worden vor 30, 40 Jahren. Da gab es Exportländer, da gab es Exporteure, dann gab es den Importeur, also es gab die Fabrik, das wurde exportiert. Dann gab es einen Importeur, dann gab es einen Großhandel, gab es einen Titel. Also fünf Stufen waren in der Güterproduktion, bis es beim Kunden war. Das war normal. Internet hat das auf zwei bis sogar eine Stufe reduziert. Verstehen Sie? Die Idee von der Vorsteuerrückforderung war früher logisch, heute nicht mehr. Heute kann man sagen, wenn es zwei Stufen gibt, was noch realistisch ist, dann ist das schon viel. Die dritte wäre schon Luxus. Und wir eliminieren die Vorsteuer, ein Riesenbetrugspotenzial wird eliminiert. Und dann kommt's. In jeder Verrechnung, Erlöse aus einer Euroweg-Buchung, also eine Rechnung, die der Lieferant an seinen Kunden, das ist dann der Schuldner, schreibt, ist immer der Nettobetrag, 1700. Hier habe ich mal 15% Steuer, also von 20 gehen wir auf 15, wir gehen sogar auf 12 zurück. Nachher kommen die Folien über die Steuerreform, die wir dann als Parlamentsmitglied als Erste einreichen, eine eben komplette Steuerreduktion. Und das ist auch unser Wahlkampfthema und das Volk will das, bin ich hundertprozentig sicher. Klar, das klingt ja auch logisch. Also, ja, aber von 40 auf 35 die Steuer zu senken wie in Amerika oder jetzt sind sie langsam bei 25 die Gewinnsteuer, naja, das fördert wieder ein paar Unternehmer, aber es ist nicht eine richtige große Sache. Wir reduzieren die Gewinnsteuer auf null aber, und die Mehrwertsteuer von 20 auf 15 respektive 12 und jetzt kommt's, diese Rechnungen, die ja durch den Warentransfer, durch den Shop bestellen gleich bezahlen, die Rechnung wird im Hintergrund gar nicht mehr geschrieben, sondern die Konten werden automatisch bebucht und das sind die Konten. Sie sehen, Sie als Verkäufer bekommen den Nettobetrag auf Ihrem Konto, Realtime gutgeschrieben, der Staat in der gleichen Tausendstelsekunde seine Warentransfersteuer, dann die Konkursversicherung bekommt 1%, das ist zentral wichtig in virtuellen Geldsystemen, in Kryptowährungen. Wer in seiner Kryptowährung keine Konkursversicherung für Leichen einbaut, ob physisch gestorben oder die Firma geht pleite, der hat von Kryptowährungen nichts verstanden. Also wenn Sie in Kryptowährungen investieren, fragen Sie den Gründer zuerst, gibt es bei euch eine Konkursversicherung? Wenn er sagt nein, dann suchen Sie sich was Besseres. Ja. Wir müssen das haben. Und dann gibt es die 2% für das System, eben den Wegbegleiter 1%, hier unten steht es ja, und für die Infrastruktur. Und der Kunde, der das kauft, eben mit virtuell, ich rede jetzt nachher 100% virtuell, das Cash Money aufsplitten ist jetzt überholt. Wir sind jetzt ja staatstragend. Ja, okay. Ja, dann
rechnet die ganze Welt nur noch über bargeldlose Zahlungssysteme ab. Mhm. Ja? Dann gibt es nicht mal mehr hier einen Cash-Provisionsanteil von 60 Euro, sondern der ist dann auch virtuell. Aber das bezahlt immer der Kunde, nicht der Lieferant. So, das ist mal zu zeigen, dass der Staat in jeder Sekunde pro Artikel die richtige Mehrwertsteuer kriegt. Natürlich kann man sagen, Grundnahrungsmittel haben nur 5% Mehrwertsteuer, das andere Produkt hat 10%, eines hat 12, mhm, eines hat 5. Wir können x Dutzende Mehrwertsteuercodes zu jedem Artikel, genau wie wir ihn fördern wollen. Kaviar hat 30% Mehrwertsteuer, weil wir nicht wollen, dass alle Störe in der Laichzeit getötet werden. Mhm. Verstehen Sie? Mhm. Ja. So kann der Staat endlich die gesteuerte Marktwirtschaft einführen. Mhm. Sinnvoll, nach ökologischen Bilanzen. Ja, ja. Ja? Und das, was jeder Mensch braucht, die Brötchen beim Bäcker, die werden weniger besteuert wie jetzt der genau. Sekt oder sonst was. Ja. Und da man jetzt Sammelrechnungen macht, wo ein Kraut und Durcheinander von Produkten drauf ist, wo man dann 10 verschiedene Mehrwertsteuer, dann wäre die Mehrwertsteuerabrechnung unten länger. Mhm. Und heute müssen wir das also fast manuell in die Mehrwertsteuerabrechnung einbauen. Ist hier alles automatisch pro Artikel. Mhm. So, das mal nur zur Technologie. Und das ist übrigens mal eine Erfindung von mir gewesen vor 20 Jahren schon. Aber wenn ich heute Computerfirmen frage, die Buchhaltungssoftware machen, die machen das in Zukunft so. Ja? Die sind selber schon drauf gekommen. Das heißt, es kommen noch aus anderen Richtungen mögliche Vorschläge in die Richtung. Und eben, heute bezahlt immer nur der Endverbraucher die Mehrwertsteuer. Oder? Und bei uns zahlt er zahlt hier mal diese Provision. Das ist noch in der Übergangsphase. Gut, wie viel macht überhaupt die Gewinnsteuer aus? Wenn ich das den Leuten frage, die Frage so stelle, keiner weiß es. Jeder denkt, ja, wenn der Staat so ein Theater macht wegen Gewinnbesteuerung, dann muss das ja ein großer Kuchen sein. Mhm. Es ist zwischen 9% und 14%, je nachdem, wie es der Wirtschaft geht. Ist ja logisch, dass das immer volatil ist, also das ändert immer. Also ich habe Zahlen nachher, da war es 9%, ich hatte auch schon Zahlen, da war die Gewinnsteuer nur 6% bis 7%. Ja? Also wir reden eigentlich über einen bescheidenen Betrag, aber an dem wird die ganze Bevölkerung fast kriminalisiert. Mhm. Ja? Also hier dieses gelbe Gewinnsteuer. Ja? Das ist so die Entwicklung der Steuer in der Schweiz von 1980 bis 2005. So, das können wir dann mal in einem eigenen Video, oder das mache ich gerne an Seminaren. Ich muss ja meine Leute, die politisch jetzt Verantwortung übernehmen wollen, absolut fundiert schulen können, und die Zahlen habe ich alle, ich habe die über Jahre auch gesammelt. Nur hier eine Zahl, da sehen Sie, das Gelbe wäre die Ertrags- und Kapitalsteuer, das wäre die Gewinnsteuer. Wenn ich die auf Null setze, gehen hier 9,5% Steuereinnahmen verloren, macht so und so viel. Wenn ich hier in der Schweiz, wir haben ja wenig Mehrwertsteuer, wenn ich das auf 12% erhöhe, dann habe ich die Gewinnsteuer schon eliminiert, also wieder kompensiert. Geschweige denn, und das ist noch auf den alten Zahlen, wo der Vorsteuerabzug noch gültig war. Ja? Wenn wir den Vorsteuerabzug weglassen, brauchen wir auch in der Schweiz keine 12% Mehrwertsteuer, vielleicht genügen dann sogar 10 oder 9 oder 8. Mhm. Aber irgendwann, wenn wir ja das als staatstragend europäisches System einführen wollen, dann müssen alle Mehrwertsteuerberechnungen auf gleichem Level sein. Ja? Also dann, wenn es 10, 20 verschiedene produktspezifische Mehrwertsteuercodes gibt, dann bitte in ganz Europa und auf der ganzen Welt. Ja? Ja, würde das dann auch weltweit oder europaweit zumindest mal funktionieren? Weil das hat man ja beim Euro schon gesehen, dass die südlichen Länder Probleme haben im Vergleich zu den nördlichen Ländern. Die haben anderes Wirtschaftswachstum, andere Wirtschaftsleistung. Lässt sich das System dann 1:1 auf die einzelnen Nationen übertragen? Oder muss man da Anpassungen machen? Schauen Sie, der Schmäh mit der unterschiedlichen Wirtschaftsleistung kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Alle Menschen, auch die Spanier, haben zwei Ärmel, zwei Füße, gleichen Kopf, die sind auch nicht dümmer. Die arbeiten, ja. Ja, sie haben nur einen Nachteil, es ist ein bisschen heißer bei denen. Ja? Mhm. Und ich weiß, ich arbeite auch nicht gern, wenn es heiß ist. Ja. Oder es kommt darauf an, was ich arbeite. Als Bademeister habe ich kein Problem. Ja. Da kann immer wieder mal ins Wasser springen. So, natürlich muss man die Arbeiten so verteilen, und wir, die Deutschen, in einem Klimagebiet, wo wir eher immer uns warm anziehen müssen, ein paar Monate ist es warm, können wir im T-Shirt rumlaufen, aber sonst sind wir gut angezogen, gut gegen Kälte geschützt, und dann sind wir produktiv.
10, 12 Stunden am Tag. Der Südländer kann höchstens 3, 4, 5, 6 Stunden so produktiv sein, wo es wichtig ist, dass er körperlich fit ist, oder? Aber es gibt ja, ich sage gerne, die Deutschen machen in Zukunft die Maschinen, die Schweizer machen das Schulsystem und die Österreicher den Tourismus, aber auch die Spanier und Italiener, die machen dann halt auch mehr im Tourismus, verstehen Sie? Also es muss nicht jedes Land alles produzieren können. Wir sind ja dann schon eine Werte- und Industriegemeinschaft, die den Warentausch natürlich grenzenlos, ich finde die EU eine super Erfindung. Aber nicht das zentralistische System, nicht das sondern das föderalistische. So ist es. Aber dass wir Grenzen beseitigen sollen, das finde ich super. Ich meine, früher als Unternehmer, ich hatte immer Stress an diesen Grenzen mit Zollpapieren, das war eine Tortur. Da wurdest du fast schon auch kriminalisiert, hast du mal ein Werkzeug nicht verzollt, dann warst du schon ein Schmuggler, oder? Diesen Blödsinn brauchen wir uns nicht mehr. Es ist ja nur deswegen ein Problem geworden, weil all diejenigen, die eben nichts haben, zu denen wollen, die etwas mehr haben oder das Geld haben. Und deswegen werden ja die ganzen Migrantenströme verursacht. Ja, nicht nur deswegen, sondern auch wegen anderen Gründen. Also ich bin ja auch der Meinung, dass ohne Grenzen die Welt besser ausschauen würde. Weil wenn es den Leuten gut geht, da wo sie aufgewachsen sind, warum sollen die da weg wollen? Das ist ja mein Thema jetzt. Es kommt alles am Schluss noch. Ich habe das Gleiche jetzt auch für Österreich gemacht. Die Schweizer Steuerreform habe ich schon vor 20 Jahren, als ich begonnen habe mit diesem Buch, gemacht, mit den Zahlen ein bisschen älter. Die Statistikämter, die sind ein bisschen schlau. Die wissen, dass es so einen Typ wie mich gibt, der immer da recherchiert. Und jetzt versuchen sie, das immer zu verschleiern. Also es ist schwieriger geworden, an die richtigen Statistikzahlen zu kommen. Ja? In Österreich war es einfach. Dort kann ich echt beweisen, dass wenn wir die Vorsteuer eliminieren und die Mehrwertsteuer von 20% auf 12% reduzieren, dann haben wir mehr Geld in der Kasse beim Staat als vorher. Reduktion der Mehrwertsteuer, Betrugselemente eliminieren, wie Vorsteuerabzug, wie Gewinnsteuer, alles eliminiert. Und alle anderen verschiedenen Steuern, kommt nachher noch ein Bild, auch eliminieren. Dass die Schweiz als Vorbild gut dastehen würde, sehen wir hier. Wir haben etwa gleich viel Bevölkerung wie die Österreicher, 8 Millionen. Aber Sie sehen hier, die Österreicher machen 386,4 Milliarden Bruttosozialprodukt, alles mal in Dollar, und die Schweiz liegt bei 659. Ja, also fast das Doppelte. Belgien ist noch besser als Österreich. Und Deutschland bei 3.467 Milliarden, nur siebenmal besser als die Schweiz, obwohl sie 10-mal mehr Bevölkerung haben. Also die Schweiz ist schon geeignet hier als Vorbild. Was ist denn da der Grund? Sind die Schweizer einfach viel fleißiger oder schlauer oder was? Oder ist es sie machen mehr Gewinn. Der Gewinn ist dort schon ein bisschen geschützter. Wissen Sie, das Wort Geiz ist geil, das hat in der Schweiz kein Mensch verstanden. Die Schweiz hat Jahrzehnte, also bis vor kurzem auch den sogenannten Profession, das ist Berufsschutz gehabt. Das heißt, SIA-Normen für Architekten. Ein Architekt verkauft seine Stunde nie unter 180 Schweizer Franken. Ja, der Deutsche kümmert sich doch nicht um das. Da sagt man immer, eben Konkurrenzkampf muss den Preis reduzieren. Die Schweizer haben ihre Gewinnmargen oben gelassen. Die haben sich an Spielregeln gehalten. Und auf längere Sicht gesehen hat sich's ausgezahlt. Natürlich, natürlich. So, das wollte ich nur zeigen. Jetzt kommen noch die Gemeinden, die haben auch nochmal 10 Steuern. Also diese 40 Steuern, die mir eben ein Spezialist gesagt hat, die der Staat heute erfunden haben muss, um überhaupt seine Kassen zum Teil mit Peanuts zu füllen, die sind also reduzierbar auf eine. So, und was passiert jetzt? Morgen ist der Crash. Ja, wir haben am Anfang gesagt, lassen wir die Weltelite den NWO-Club weitermachen. Die kommen mit den Geldsäcken, die sie schon haben, mit ihren Goldreserven, 100.000 Tonnen, die sie haben, und sagen, wir sind die Einzigen, die wissen, wie es geht. Ihr habt ja eh keine Ahnung, ihr Volk, oder? Eine kleine Maus hat im Volk gemerkt, dass die Regierung aus Katzen besteht. Ich habe Ihnen mal dieses Video, auch mal den Link geschickt, Mausland. Das ist unbedingt, geben Sie mal Mausland, englisch geschrieben, ins Internet, dann wissen Sie genau, wir Mäuse werden von Katzen regiert, die eben die natürlichen Feinde von uns sind. Und wir wählen als Mäuse die Katzen sogar noch selber. Ja. So blöd sind wir, ja. Also, sind wir noch weiterhin so blöd? Machen wir so weiter? Nein. Das, was die heutige Weltelite hier sich erträumt,
nämlich die Weltregierung. Sie sehen hier die Pfeile. Das fängt beim Geldmangelsystem an. Das ist ein Regierungsmodell. Das hat nichts mit Ihrer Arbeitsleistung zu tun, wenn Sie sagen, oder jeder geht in sich und sagt, ach, ich armer Kerl, ich habe kein Geld, ich bin doch selber schuld. Und die Sprüche, Geld gibt es genug, ist die erste Lüge übrigens. Es gibt nicht genug Geld. Ich habe es ja beim ersten oder zweiten Video habe ich es bewiesen, dass uns 1000 Milliarden in der Schweiz fehlen. Nee, 1000 Milliarden haben wir Schulden, aber wir hätten 1500 gebraucht, um alle Zinsen bezahlen zu können, dass eben die vielen Pleiten, die wir schon jährlich mit 10.000 Pleiten hinter uns gebracht haben, das ist für Existenzvernichtung. Das machen die durch den Geldmangel. Und das als Methode, als Geschäftsmodell. Das als Geschäftsmodell. Ja. Und wir gehen nicht mal an die Beerdigung von diesen Unternehmen und sagen, das ist selber schuld, das hat über seine Verhältnisse gelebt. Mhm. Also blödere Sprüche gibt es gar nicht. Ja, ja. Wir sagen immer, der ist selber schuld. Nein, das System hat das darauf ausgelegt, Geldmangel, um Armut zu produzieren, um Kriege zu produzieren. Das ist ja das einträglichste Geschäft. Wissen Sie warum? Ja, wenn Sie im Krieg Waffen brauchen, dann gehen Sie nicht zuerst bei 10 Anbietern das Billigste suchen, sondern Sie kaufen das, was Sie gerade morgen kriegen, und das ist dann meistens das Teuerste. Darum machen dann alle, da sind Sie unter Zeitdruck. Ja, Sie müssen die Waffe morgen haben. Ja? Nicht, wenn der Billigste aus China liefert, wo noch 4 Monate Schiffsreise dabei ist. Darum haben wir immer im Krieg am meisten Geld gemacht. Dann kommt die Emigration. Das sind die Flüchtlinge. Dann kommt das Völkergemisch. Multikulturelle Mischrasse, das ist die Kauderig-Allergi oder wie er hieß, ja, Weltkonzept. Hudenhof-Kallergi. Hudenhof-Kallergi, danke schön. Und das ist das Ziel. Also jetzt können wir auf den Crash warten und alle, die da hoffen, er kommt, weil sie meinen, nachher wird es besser, schlechter kann es ja nicht mehr werden. Die kriegen das. Es kommt ja kein, ich kenne es in Alternative. Ich kenne keine, also meine. Gut, oder? Ja, eben, das habe ich jetzt kurz erwähnt. Zuerst wird Geldmangel verursacht durch hohe Zinsen. Das war früher. Inflation war auch früher. Unerreichbare Kreditbedingungen ist noch heute. Dann steht die Armut, die Hoffnungslosigkeit und die Fokussierung auf einen Feind im Vordergrund. Dann kommt ein Krieg. Wir kennen ja viele Prophezeiungen von möglichen Kriegen, die uns demnächst erwarten. Kommt aber keiner, meiner Meinung nach. Dann startet die organisierte Emigration, da sind wir mittendrin. Die dann eben Europa angekommen, mit Familiennachzug noch beglückt werden. Dann nach 1 bis 2 Generationen ist die Vermischung da. Eine Menschheitsrasse, Einheitssprache, vielleicht sogar eine Weltreligion als logische Konsequenz. Und das ist alles geplant, seit 300 Jahren. Oder, wollen wir die Alternative anschauen? Ich habe immer meine Organisation WEG genannt, früher Werteerhaltungsgesellschaft, Genossenschaft. Jetzt nenne ich es das Welteinheitsgeld, Geld mit T geschrieben. Wir, wenn der Crash da ist, brauchen keine Banken mehr. Das Ganze ist ja ein Bankfinanzkonglomerat. Damit, mit unserem System, habe ich jetzt, glaube ich, bewiesen, dass wir den Geldmangel beseitigen können, weil ja wir nur Ware, die vorhanden ist, die einen Kunden hat, nur aufschreiben. Also wir brauchen nur Papier und Bleistift. Wenn jetzt Leute kommen und sagen, nee, Computer gibt es nicht mehr, dann schreiben wir es auf Papier auf. Und wenn wir keinen Zins haben, dann können wir einmal an Weihnachten oder an Ostern unsere Papierzettel zur Verrechnungszentrale bringen. Und wenn die das auch noch von Hand schreiben müssen, dann würde das auch noch gehen. Aber wir sind durch die Zinslosigkeit nie mehr unter Zeitdruck, durch Abschaffen der Gewinnsteuer nie mehr unter Bilanzdruck. Verstehen Sie? Wir eliminieren nur die Zeit. Und da können wir auch das Aufschreiben ohne Computer ganz gelassen machen. Ich mach's also selbst wenn es analog wäre, würde es funktionieren. Auch bitte? Ohne Strom. Auch? Ja. Sogar dann. Gut. Und wenn wir diesen Geldmangel beseitigt haben, ist die Armut beseitigt, der Krieg beseitigt, die Emigration beseitigt, die Völkervermischung beseitigt. Und die Weltregierung heißt dann Völkergemeinschaft, Solidargemeinschaft. Ja? Und jede Ethnie in ihrem Heimatland, mit ihrer Familie, mit ihren Clans, mit ihrer sich zusammenraufenden Volksgruppe, meistens reden sie dann die gleiche Sprache, gehen in die gleiche Schule, haben das gleiche Schulprogramm. Je nachdem, wie sich das Land halt organisiert dann. Ja, die Einheit in der Vielfalt heißt das. Ja? Eine Einheit, keine Grenzen, eine Einheit im Berechnungssystem von Leistungen. Ja, eben, weil der Mensch hat einen Kopf, 2 Hände, 2 Füße. Warum soll
Ein Mensch, ich bezeichne den Menschen als freie Energiemaschine. Warum soll der eine weniger leistungsfähig sein als der andere? Ja, vielleicht sitzt er in der Sonne in Griechenland, schreibt einmal im Jahr ein tolles Buch und das wird ein Millionenbestseller. Dann verdient er seine Millionen. Ja, hat aber das ganze Leben nur an der Sonne gesessen. Ja, ist alles machbar, möglich und soll auch so sein. Wobei auch die Griechen fleißige Menschen sind. Das wollen wir Natürlich, natürlich festhalten hier. Also natürlich. Aber man muss ja immer ein ja. bisschen diese plakativen, ja, das sind halt die Faulen oder nur, naja, was sie sind. Ich weiß Weil Sie es sehen es nicht. ja, wenn es alleine bei uns schon heiß wird, wir alle zum Stöhnen anfangen, ja, dann wird es auch ein bisschen langsamer. Also ich Genau. glaube, wir würden von der Geschwindigkeit auch ein bisschen runterfahren, wenn es Ja. solche Klimaverhältnisse hätte. Aber ist ja nicht das Thema, ja. Also, Untertitel WEG, das Welteinheitsgeld mit T geschrieben, bewusst aller Unternehmer und Staaten in einem föderalistischen, nach Schweizer Vorbild konzipierten Weltenbund. Ich habe da das Buch 4 und 5, von dem ich später mal noch reden werde. Ich habe mir gesagt, Buch 1, was müssen wir ändern? Buch 2, wer ist dazu berufen? Buch 3, wie setzen wir es politisch um? Das ist jetzt hier diese Umanweglösung. Und dann kommt Buch 5, wie wird sich die Welt dann drastisch ändern, wenn Geldmangel beseitigt ist, Armut beseitigt ist. Da können jetzt alle, ich möchte fast sagen, Träumer und Paradies sich vorstellen oder ein neues Zeitalter sich vorstellen, die können schon mal ihre Visionen zu Papier bringen, Bücher schreiben, da haben viele Leute viele Ideen. Geht einfach, das kann ich Ihnen als Grundlage liefern, geht davon aus, Geldmangel existiert nicht mehr. Wir können auf der grünen Wiese eine neue Welt aufbauen. Wie? Da bin ich froh um jeden, der konstruktive Vorschläge macht. Da gibt es ja viele Visionen. Ja, klar, Ja. klar. Gut, was auch noch als wichtig ich finde, der Euroweg-Blanko-Warenkredit wird nur am Geburtsort oder Heimatort benutzbar sein. Das heißt, das ist jetzt das Konzept dieser wieder Entflechtung dieses uns aufgezwungenen Völkergemischs. Die Deutschen haben ja damit jetzt ein Problem, die Österreicher auch. Die Schweizer haben sich da schon arrangiert. Wissen Sie warum? Weil alle respektieren die deutsche Bevölkerungsmehrheit als Regierung. Ja, das hat man schon immer gewusst. Unter dem deutschen Regierungskonzept leben alle in Wohlstand. Man will nicht, dass die Italiener oder die Türken regieren. In der Türkei schon, ja, da gibt es nichts anderes. Ja. Aber hier bei uns, wo die Völkergemisch schon ein bisschen Realität ist, weil man das ja auch schon 50 Jahre fördert, da lässt man sich gerne vom Profi-Unternehmer oder Organisierer, Deutsch sprechenden, lässt man sich gerne da managen. Also wir werden die Güterversorgung durch den Warenkredit immer nur am Anfang im Heimatland des jetzt Emigrierten wieder auszahlen. Dort wird auch durch das die dezentrale Produktion, das heißt, jedes Land kann sich so entwickeln ohne Geldmangel, dass man in kleinen Einheiten, weil man nicht auf den Großinvestor warten muss, der jetzt eine große Fabrik, Automobilbranche, 10.000 Arbeitsplätze hinstellt, das ist nicht mehr die Zukunft. Klein, dezentral ist die Zukunft. Und was passiert jetzt mit dem jetzigen Zustand? Alle Emigranten, die jetzt da sind, ist doch toll, dass die zu uns gekommen sind. Wir können sie jetzt hier in Europa 2 bis 4 Jahre ausbilden, vielleicht lernen sie noch Deutsch, dass sie dann in ihrer Heimat mit diesem EU-Standard ihr Land aufbauen können. Sehen wir es doch positiv. Ich habe jetzt nichts gegen die Emigranten. Ich war auch mal, ich bin auch gebürtiger Deutscher und in die Schweiz gegangen mit 5 Jahren. Ja? Und in Europa leben wir auch ein bisschen, weil wir sind der gleiche Kulturkreis, reden die gleiche Sprache oder die Schweizer reden dann noch Italienisch und Französisch. Mit denen vertragen wir uns auch gut in einem Land, oder? Und respektieren uns. Und eben diese Schweiz als Vorbild, schon durch diese Völkermischung, die wir haben mit Französisch und Italienisch und noch Rätoromanisch sprechenden, wo die alle ihre Schule haben, ihre Amtssprache in Biel, wo ich wohne, da ist. Wenn Sie in ein Amt gehen und Sie sagen Grüezi, dann redet die mit Ihnen Deutsch. Wenn Sie sagen Bonjour, redet sie mit Ihnen sofort Französisch. Die haben kein Problem, beide Sprachen. Ja? So muss man sich gegenseitig respektieren. Dann haben wir kein Problem. Und dann ändert sich die Welt wirklich. Dann ist eben die Humanwirtschaft mit der Euroweg-Verrechnung die Lösung für die größten Probleme der heutigen Zeit. Die Flüchtlingskrise ist beseitigt. Klar, es ist ja der Mangel, der die Leute zwingt, Natürlich. wegzugehen. Und natürlich der Krieg. Das ist Immer der ja Geldmangel. Geld. Und das Alles ist ja auch andere sind gleichzeitig ein Krieg. Folgeerscheinungen. Ja, klar.
Arbeitslosigkeit ist auch kein Problem mehr. Wir haben genug Geld, uns alles neu vorzustellen. Ich habe da in meinem Buch den Businessplan fürs Paradies hinten geschrieben. Da fange ich so beim. Heißt er, Businessplan fürs Paradies. Natürlich, muss man sich ja vorstellen können. Dann bauen sie die Welt anders. Ich baue alle Häuser anders. Ich baue alle Straßen anders. Alle Verkehrssysteme, Energieversorgung. Wissen Sie, wie viel Arbeit das gibt die nächsten 100 Jahre? Hat jeder zu also tun. Also Sie sagen, Vollbeschäftigung ist da kein mehr Thema. Als realistisch. Ja. Okay. Das ist ja logisch. Ja. Ich muss mich nicht mit 10, 20, 30% Arbeitslosen rumschlagen. Jeder hat was zu tun. Ja. Und jeder kriegt Kredit für seine Ideen. Wir müssen nicht groß von oben herunter sagen, jetzt machen wir das oder jenes. Ja. Jeder kann im Kleinen beginnen. Die Altersarmut ist auch erledigt. Wir schaffen nämlich auch die Rente ab. In einem solchen System will doch keiner mehr in Rente gehen. Naja, ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute ab 60 sagen, so jetzt habe ich eigentlich genug. Können sie? Nein, ich sage, ich gehe jetzt in die Universität und studiere Psychologie. Ist aber nicht jeder so drauf wie Sie. Ja. Ah, okay. Also es gibt auch Menschen, die eher so den lässigen Lebensstil frönen und sagen, ich habe genug gemacht und ich kann Dinge auch nicht ganz so durchdringen wie Sie jetzt einfach. Die wollen halt einfach auch das Leben genießen oder so. Ja. Ohne Rente wird das natürlich dann aber ein bisschen schwierig, oder? Er hat den wahren Kredit auf Blankobasis. Das ist seine Rente. Das Kontosystem steht offen nach Minus. Und wenn er mit 60 bei Null ist, dann macht er halt Minus. Und wenn er stirbt und hat vielleicht 1 Million Minus, dann übernimmt das die Konkursversicherung. Darum die Konkursversicherung. Jetzt hören aber gerade viele Leute zu, wenn sie sagen, was, ich kann einfach Schulden machen bis zum Schluss und muss dann nie wieder zurückzahlen. Das sagen ja dann alle, jawohl, warum nicht morgen schon das System? Machen Sie den obligatorischen mathematischen Fehler. Wissen Sie welche? Das Wort alle haben Sie verwendet. Wenn ich 1 Million Minus mache, muss ja einer der Lieferant gewesen sein. Der hat dann die 1 Million Plus. Und jetzt können Sie wählen, in welchem Bereich Sie sein wollen. Ja, und wenn Sie mit Gewinn ja geschützt sind, macht es unheimlich Spaß, Lieferant sein zu dürfen. Ja, dann wollen alle geben. Man sagt ja, der Mensch ist von Natur aus ein gebendes Element, nicht ein Nehmender. Das stimmt nicht. Wenn der Mensch seine Fesseln, Geldmangel beseitigen kann, ist er ein gebendes, großzügiges, schenkendes Element. Ja? Und die Leute wollen lieber geben. Warum werden Politiker gewählt? Weil sie versprechen, Geschenke zu verteilen. Ja? Die sie dann aber nicht einhalten. Ich verstehe den Gedanken schon. Das ist nur dieses Umdenken in diese neue Zeit. Wir sind natürlich alle geprägt von einer ganz anderen Mentalität und Geiz ist geil, meins, mein Haus, mein Schloss, mein Rennwagen und so weiter. Wenn sich das dann mal in eine Richtung entwickelt, so wie es bei Star Trek ist, dann so im 24. Jahrhundert, dass dann Geld keine Rolle mehr spielt, ja, dann gehe ich da mit bei diesem Gedanken. Aber das dauert ein paar Generationen, bis die Leute wirklich dann diesen Habitus dann auch verinnerlicht haben, glaube ich. Ja. Wenn morgen der Crash ist und wir umstellen auf Euroweg, dann dauert es keine Generationen. Ja, weil die Leute dann was brauchen, ja klar. Dann ist ja eine Notwendigkeit. Schauen Sie, die Konditionierung durchs Geld, die jetzige Konditionierung, die ist uns 300 Jahre aufgezwungen worden. Und die Befreiung, die dauert keine 300 Jahre, die dauert 3 Jahre. Ja, man sagt ja im Internet. Sagen wir mal eine Generation vielleicht. Also da würde ich mich jetzt drauf einschießen. Okay. Also innerhalb von ein paar Jahren ist schon sehr optimistisch gedacht, ja, weil Sie wissen, nichts ist so, kein Kleber ist so hart wie die Macht der Gewohnheit, heißt es immer. Ja, bis sich dieses Denkmuster erstmal verändert. Dass, ich meine, wenn die Leute natürlich die Vorteile erkennen, dann ist es klar. Ja, ja, ja. Jetzt ist nur die Frage dann, wie setzen wir es ein? Ja, dann jetzt kommt es. Jetzt sind wir jetzt wieder bei den 30 Millionen gelandet, dass sie das so umsetzen können. Ist das vielleicht der große... Ja. Wenn ein Geldesel seine Fluten über ihnen öffnet und sie zuschüttet mit Gold, dann würde das erstmal funktionieren, oder? Dass sie das dann umsetzen können. Businessplan ist vorhanden. Ich kann dem genau belegen, was wir wann machen. Ja. Ich bin gut vorbereitet. Ich habe 10 Jahre Nachdenkzeit gehabt. Ich habe 2.05 aufgehört. Ich denke nur in Umsetzung. Ja. Strategische Vorbereitung, geistig alles vollbracht. Das sind eben die Auswüchse dann. Die meisten haben es sicher etwas gelesen. Die Unterfinanzierung von Bildung, Gesundheit und unabhängiger Wissenschaft hört auf. Eben, wir gehen, Frau hat es ja gesagt,
liege in der Sonne. Nein, wir gehen länger in die Schule. Wir arbeiten mal wieder 3 Jahre, dann gehen wir wieder ein Jahr in die Schule, dann arbeiten wir 2 Jahre, gehen wir wieder 2 Jahre in die Schule. Schule ist immer angesagt. Ja? Jeder bezahlt sie aus der eigenen Tasche. Der Staat muss jetzt nicht Unsummen ausgeben für Gratisunterricht. Ich gehe zu meinem Lehrer, den ich finanziere. Ja? Vielleicht haben wir plötzlich 10-mal mehr Lehrer von den arbeitslosen Bankern und Inkassounternehmern. Ja? Plötzlich findet jeder seine Berufung als Lehrer. Warum nicht? Ja? Die Umweltverschmutzung hört auf, die Verknappung der Ressourcen. Wir können viel ökologischer Recycling machen. Wir können heute alles zurückgewinnen. Auch das Plastik, das auf dem Meer schwimmt, das müsste nicht dort sein. Wir können Schiffe bauen, um dieses Plastik einzusammeln, habe ich schon gemacht. Wir können Schiffe bauen, um Ölverschmutzungen einzusammeln, habe ich auch schon gemacht. Mhm. Ja? Ich kenne mich da aus. Ja? Berechtigung, Gleichberechtigung von Mann und Frau, die Frau als Unternehmerin. Ah ja, im Leistungsverrechnungsthema Humanwirtschaft ist der Lohnempfänger eliminiert, er ist abgeschafft, er ist ein Leistungsverrechner. Das dreht sein Bewusstsein vom Lohnsklaven auf den Unternehmerstatus hoch. Mhm. Ja. Er kann nur noch durch Rechnungen, durch Bestellungen, das heißt, ich bin Ihr Angestellter. Wissen Sie, wie Sie meine Leistung berechnen können? Sie bestellen bei mir einen Monat meine Leistung, die ich in meinem Shop definiert habe, kann das, kann das, kann Buchhaltung, kann Rechnungen schreiben, kann, was Sie brauchen. Mhm. Jeder schreibt das in seinen Euroweg-Verrechnungs- E-Shop. Und Sie stellen mir dann eine Rechnung? Das System schreibt automatisch die Rechnung und transferiert das Geld. Es gibt nur noch einen Warengeldtransfer. Es gibt kein Lohnprogramm mehr. Diesen Blödsinn schaffen wir auch ab. Damit wird Ihr Bewusstsein auf Unternehmerniveau gehoben. Auch der Staat ist nicht mehr eine Behörde mit Beamtenstatus oder Allgemeinwohlverpflichtung. Nein, die sind ja heute schon alles GmbHs. Wunderbar, haben sich schon vorgearbeitet, die alte Weltelite. Der Staat ist ein Profiunternehmer, verrechnet seine Leistungen. Wenn ich einen neuen Pass bestelle, dann gehe ich auf den Staat, Passbüro, klicke an, neuen Pass, kommt die Rechnung 150 Franken. Das kostet es heute, früher haben es 30 gekostet. Der Staat hat schon kapiert, dass er seine Leistung gewinnmäßig auch verkaufen muss, seit wir ja wissen, dass Staaten GmbHs sind. So. Die Humanwirtschaft bietet jedem Menschen einen bedingungslosen, wahren Grundkredit. Habe ich explizit jetzt hier oben hingeschrieben, nicht den Grundkredit, denn das Grundeinkommen. Das ist eben Almosenverteilung an Lohnsklaven. Mhm. Im alten System mit dem alten Schuldgeld. Ja, wer soll das bezahlen? Natürlich hätten die Banken das gerne, die sind nicht dagegen. Warum? Das verschuldet den Staat in Schuldgeld. Führt ruhig das Grundeinkommen ein, der Staat wird noch mehr verschuldet, wunderbar, ist aber nicht die Lösung. Ich liebe hier den Satz, macht den Menschen lieber zum Unternehmer und nicht zum Bettler, zum Almosenempfänger. Also bei mir heißt das sogenannte Denken, bedingungsloses Grundeinkommen heißt bedingungsloser Warengrundkredit. Und das eben, und jetzt um diese Ausländerproblematik zu beseitigen und das alles im Heimatland, dort wo ich mich zu Hause fühle. Ja? Schauen Sie, ich bin mal im Schwarzwald geboren, mein Vater von der Insel Reichenau. Ich liebe diese zwei Orte. Ich würde sofort auf die Insel Reichenau gehen oder ins Schwarzwalddorf von meiner Mutter. Ich fühle mich immer noch dort zu Hause. Klar, dann haben Sie die prägenden Erfahrungen gemacht. So geht es den Menschen aus dem Senegal oder aus dem Tschad genauso wie den Menschen aus Tahiti. Hat doch jeder. Ja. Aber wenn ich genötigt werde, nur wegen des Geldverdienens im Ausland zu leben, dann ist das eine Nötigung. Ja, klar. Okay. Dadurch erhält jeder Mensch alles, und zwar eben dort, wo er lebt, was er dort zum Leben braucht. Eben sämtliche Lebenshaltungskosten wie Wohnung, das bezahlt er mit seinem wahren Kreditkonto. Mobilität und so weiter, Bildung, Kleidung. Somit wird der Mensch befreit von Existenzängsten und finanziellen Sorgen, und dann fängt die Menschenwürde an. UNO-Charta, Punkt sowieso, weiß ich nicht. Menschenwürde ist Geld, kein Geldmangel zu haben. Gut, können wir nur in einem wahren Kreditsystem mit Verrechnungskonten. Ne? Luxusgüter können im Sinne einer Share-Ökonomie geteilt werden. Das private Auto wird abgeschafft. Wir fahren alle im Kollektiv. Das heißt, übers Handy bestelle ich, Sie müssen nachher nach München, Sie sagen, ich muss um 20 Uhr in München sein, dann sagt Ihr Handy, Ihr Fahrzeug steht 4 Stunden vor der Tür, also 4 Stunden bevor Sie abfahren müssen, vor der Tür.
Es ist natürlich eine Magnetschwebebahn. Ach, so weit sind wir dann schon. Natürlich, Ja. in meinem Buch Okay, genau okay. beschrieben, wie viel es kostet und was es schlussendlich bringt. Keine Verkehrsstaus mehr, keine Verkehrsunfälle mehr, kein Parkplatzproblem mehr. Und eben, Sie brauchen es nicht. Und Sie können sagen, ach, ich möchte gerne einen Zweiplätzer, schönen Sportwagen, soll elegant ausschauen, möchte mit meiner Freundin nach München fahren. Da kommen Zweisitzer. Wenn Sie sagen, spielt mir keine Rolle, da kommt vielleicht die Sechserkabine. Stehen Sie? Ja? Und Sie sitzen dort in der Kabine, Laptop auf den Schoß, Bücher lesen oder Unterhaltung pflegen. Ja? Sie müssen nicht wie ein Trottel das Steuerrad halten. Jetzt bin ich aber schon im Science-Fiction-Film gerade langsam. Nein, das bauen wir. Die Deutschen haben Magnetschwebetechnik vor 30 Jahren erfunden. Ja, es wurde erfolgreich abgeschafft dann. Ja. Das haben Sie auch geschafft. Die Technik ist vorhanden. Es ist in vielen Bereichen eine unterdrückte Technik, schubladenfertig, ja? Mangels Geld nicht rausgenommen worden oder weil eben das alte Schuldgeldsystem immer noch auf die Rückführung wartet. Das heißt Erdöl, weil wir so viele Kredite auf Erdöl haben, müssen wir Erdöl aus dem Boden holen, obwohl wir schon längst vielleicht eine Alternative hätten. Ja? Also mir fällt hier gerade ein Satz noch auf dieser Liste, und das ist: Humanwirtschaft liefert die Grundlage für den weltweiten Frieden. Ja. Das richtig. Ist natürlich für mich der größte Ansporn, das System umzusetzen. Deswegen finde ich es ja auch gut, oder möchte ich Ihnen auch die Plattform hier geben, weil Sie sagen, das ist nicht nur ein System, das unsere Wirtschaft auf stabile Füße stellt und die Menschen aus diesem Sklaventum rausbringt, sondern dass es eben auch weltweit Signalwirkung haben kann, um darauf dann eben eine neue Welt aufzubauen, eine idealere Welt. Ja. Darum auch Schweiz. Wissen Sie warum? Jeder kennt das Rote Kreuz als friedensbringendes Element aus der Schweiz. Ja? Prima, gut, dass Sie das gesehen haben. Die weiteren Vorteile, die Software ist schon vorhanden, das haben wir in den früheren Videos schon demonstriert. Es ist einsatzbereit. Es gibt Leute, die schon ein neues Internet für mich entwickeln. Ja, kostet auch ein paar Millionen, das noch nebenbei. Aber wenn wir in der Regierung sind und mit dem Startkapital von 30 Millionen begonnen haben, haben wir kein Problem mehr, den Rest zu finanzieren. Es befreit die Humanpolitiker von alten Systemzwängen, eben die Software. Wenn wir im Parlament sind, dann können wir sagen, Jungs, vorbei mit den Systemzwängen des Schuldgeldsystems. Ja? Und der Staat agiert eben auch als Unternehmer und ist es wieder sein eigener Geldschöpfer. Ja? Was er mal kurze Zeit war, bevor die Banken die Macht übernommen haben. So, das wär's. Es ist viel Stoff. Ne? Also ich merke ja, je öfter wir miteinander reden, merke ich, wie viele Stunden und Jahre sich mit diesem Thema schon beschäftigt haben. Für mich ist der einzige Punkt so noch immer noch dieses: Wie schaffen wir das, dieses System zu etablieren und dass die Menschen erkennen, dass das wirklich ein Weg sein könnte, wie es für alle besser werden würde. Und das ist halt die große Herausforderung. Ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen drüber sprechen, wie wir das alles voranbringen. Gerne. Ja. Einen Schlusssatz vielleicht auch von meiner Seite. Schauen Sie, 800.000 bis 1 Million Menschen, das wären 1% der deutschsprechenden Bevölkerung. Ja? Wenn die da einsteigen würden als Mitglied dieser politischen Organisation Humanbewegung, mit 1 Million haben wir über zweimal mehr Mitglieder in unserer Bewegung als die größte deutsche Partei. Es gibt keine Partei, die mehr als 450.000 Mitglieder hat. Also 1% genügt. Okay, 1% genügt, ja. Okay, mal schauen. Vielleicht gewinnt das Ganze ja an Fahrt und da müssen wir noch länger drüber sprechen, das weiß ich jetzt schon. Herr Klausner, trotzdem vielen Dank für die ganzen Infos und für die Arbeit, die Sie da reinstecken, und vor allem viel Erfolg, dass Sie dann auch das Ding umsetzen können. Das würde ich mir sehr wünschen. Danke, ja? Für uns alle. Ja, alles Gute. Gell? Merci. Ja, liebe Zuschauer, hier an dieser Stelle der Aufruf an ein paar wenige von Ihnen, zwar diejenigen, die wirklich auf so viel Geld sitzen, dass sie jetzt momentan gar nicht wissen, wohin damit. Ist auch ernst gemeint. Also es scheint hier wirklich ein Weg zu sein, der funktionieren könnte. Vielleicht ist es ja die Wegzweigung, die da vor uns liegt in der Zukunft. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn das irgendwie funktionieren könnte. Ich würde es mir wünschen, das ist ein naiver Gedanke, aber für all die anderen, die nicht auf so viel Geld sitzen, vielen Dank fürs Zuschauen, danke fürs Interesse bei Steinzeit, bei uns bei Nuviso insgesamt, und ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Bis zum nächsten Mal, alles Gute.